es nicht ein bisschen zu spät für Karneval? Nö. Grüß euch und hier laut zu einer neuen Folge Frontside. Habt ihr Karneval gut überstanden? Also wir waren ganz schön ralle. Also. Uff. Aber jetzt sind wir wieder fit und geben ordentlich Gas. Der Rennspielsimulator Project Cars wurde mal wieder verschoben. Wie? Ihr habt noch nichts von Project Cars gehört? Aber Internet habt ihr schon, oder? Ja, müsst ihr ja, wie sollt ihr sonst unsere Folge sehen? Also, um es kurz zu machen, Project Cars ist ein Rennsimulator, der den bekanntesten Spielen des Genres wie Forza und Gran Turismo ordentlich Konkurrenz machen soll. Es soll der wohl schönste und realistischste Rennsimulator werden. Naja, ich meine, realistischer als Gran Turismo ist ja auch nicht so schwer, ne? Oder könnt ihr mit eurem Auto mit 200 Sachen gegen die Wand donnern und weiterfahren, als wäre nichts gewesen? Ja. Ja. Yep. Mhm. Aber lassen wir mal das Thema Realismus ein bisschen beiseite. Der wohl größte Unterschied zu Forza oder Gran Turismo ist jedoch, dass es für Xbox, PlayStation und den PC verfügbar sein wird. Aber zurück zum Release, der ja schon wieder verschoben wurde. Und zwar diesmal vom 20. März auf den 2. April. Das gaben die Entwickler per Pressemeldung bekannt. Grund dafür sei das letzte Feintuning, das wohl bis zum eigentlichen Release-Termin nicht fertiggestellt werden kann. Aber ganz ehrlich, lieber mal ein bisschen warten, als das Spiel als unfertigen Batzen präsentiert zu bekommen. Das kennen wir ja schon von genug anderen Spielen. Das Release-Datum nach hinten zu verschieben war keine einfache Entscheidung, da unsere Fans die Veröffentlichung von Project Cars kaum erwarten können. Wie viele Fans haben wir eigentlich momentan? Also können wir mal gucken. Mehrere. Aber wir wissen, dass diese Tage uns ermöglichen, die beste Rennerfahrung zu erschaffen, die unsere Fans verdienen. Wir versprechen euch, dass das Warten auf Anfang April sich lohnen wird. Ganz schön dicke Sprüche, was er da raushaut. Hey, das ist mein Satz. Sehr gut, chill mal. Wird es wirklich so ein richtig, richtig geiler Rennsimulator wie erwartet? Schauen wir doch mal. Was meint ihr denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn zwei sich streiten, freut sich ja bekanntlich der Dritte, also so denkt es sich das chinesische Spielunternehmen Snail Games. Sie sehen, dass PlayStation und die Xbox sich seit Jahren um den ersten Platz battlen und wollen anscheinend auch durchgreifen mit ihrer ersten eigenen Android-Konsole. Der Name ist richtig kreativ und wirkt gar nicht geklaut bzw. von irgendeiner Konsole abgeleitet. Denn sie soll den Namen Oboxtra. Da sind sie bestimmt lang dran gesessen und überlegt, so mindestens 5 Minuten. Vielleicht sogar auf 6. Obox? Obox. Alles soweit, ja, stimmt langweilig, weil da kann ja jeder daherkommen und sagen: Jetzt gibt's auf die Fresse, Leute! Aber die Kampfansage, was sie gemacht haben, die hatte schon in sich. Denn die Konsole soll ein K1-Prozessor von Nvidia. K1! Denn die Konsole soll einen K1-Prozessor von Nvidia bekommen, mit der man sogar 4K-Games zocken kann. Ich brech den Herzen aller Mädchen. Oh. Einfach die Fresse. Oh. Bei den
beiden Betriebssysteme setzt man auf Googles offene Plattform Android, was eine breite Softwareunterstützung garantieren soll. Denn darf der Director of Development von Snagames sagte sogar: Wir versuchen die Technologie auf ein neues Level zu bringen, wie es noch nie zuvor gemacht wurde. Die Xbox One und die PlayStation 4 liegen beim Prozessor und bei der Grafik bereits 2 Jahre zurück. Sie werden am Ende ihres Lebenszykluses 4 bis 5 Generationen zurückliegen. Das ist in einer von Technologie beherrschten Welt inakzeptabel. Also kurz gesagt, erstmal ins Gesicht scheißen, wir zeigen euch, wie das geht. Um für kommende Entwicklungen gewappnet zu sein, werde man bei der Konsole einige Komponenten austauschen können. Er weiß allerdings, dass die Entwicklung noch mindestens 2 Jahre dauern wird und sie sich erstmal etablieren müssen, dass Spiele wie Call of Duty und Co. überhaupt auf der Konsole erscheinen. Gespannt sind wir, allerdings können wir uns vorstellen, dass sich der Name und das Design noch ändern wird. Denn wenn ernsthaft, guckt mal hin. Ideen klauen kann ja jeder. Obwohl. Da fällt mir was ein. Alter! Alter, mein Musikvideo, wieso machst du schon wieder mein Musikvideo kaputt? Was machst du denn da? Warum machst du mein Musikvideo kaputt? Ich hasse dich! Nach dem Star Wars Millennium Falcon als Drohne und dem PlayStation Controller als Tisch gibt's nun einen neuen Nachbau in Form eines Motorradhelms von Halo. Digga, such dir mal die echten Themen und nicht die 0815er Scheiße. Ist ja okay. Aktuellen Berichten zufolge soll Harmonix damit beschäftigt sein, ein neues Rockband auszuhauen. Erscheinen soll der Titel für PlayStation 4 und der Xbox One, wie das englischsprachige Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtete. Mit Musikspielen wie Rockband und Guitar Hero wurde ja schon ordentlich Kohle gescheffelt, nur leider verflog der Hype genauso schnell, wie er aufkam. Ob man bei dem neuen Exemplar, wie man es von dem alten Ableger schon gewohnt ist, auf Kunststoffgitarren Knöpfchen drücken muss oder man echte Instrumente nehmen kann? Eventuell soll ja sogar die alte Hardware kompatibel sein und echte Instrumente seien nicht ausgeschlossen. Ubisoft machte es mit seinem Ableger Rocksmith ja eh schon vor. Eine genauere Quelle wurde bisher noch nicht genannt, aber es ist ja auch im Moment nur eine Vermutung. Wobei es ja schon ganz geil wäre, oder? Was meint ihr? Hättet ihr mal wieder Bock, richtig im Wohnzimmer abzurocken und den Couchtisch mit einem Gitarrespin zu zerlegen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oh. Ja, der Krieg zwischen den PC- und Konsolenspielern ist ja sowieso unerträglich. Die einen sagen ja, mit Gamepad zu zocken ist viel angenehmer. Die anderen wiederum? Die Grafik auf den Konsolen ist sowieso scheiße und mit der Maus kann man viel besser aimen. Normal sollte man als Entwickler eher unparteiisch sein, weil man ja die Spiele an den Mann bringen möchte. Aber Jason Jones, Gründer des Studios Bungie, sagt ja eher so, nö. Letztes Jahr im September kam ja Destiny in die Läden und die PC-Spieler warten immer noch vergeblich auf eine Umsetzung. Und wenn er mal ein Interview gibt, dann beleidigt er gleich die PC-Gamer aus aussterbende Rasse. Er sagte bei Destructoid: Wir gaben ihnen nur noch 2 Waffen, wir haben die Gesundheitsregeneration eingeführt, wir haben die automatischen Speicherpunkte gebracht. Im Shooter-Bereich ist das fast schon Ketzerei. Wir haben es außerdem geschafft, das Spiel ohne Maus und Tastatur spielbar zu machen. Heute spielt niemand mehr Shooter so, wie er es gewohnt war, so wie es vor Halo war, weil es einfach niemand mehr will. Also erstmal alle in die Fresse schlagen, weil sie noch mit Maus und Tastatur spielen. Mutige Aussage, würde ich mal behaupten. Hat er damit recht? Nein! Ich kenne jetzt kaum jemanden, der Shooter-Spiele auf dem PC mit Gamepad zockt und das wird sich bestimmt auch nicht so schnell ändern. Sportspiele wie FIFA 15 ist was völlig anderes und spielt sich ehrlich gesagt mit dem Controller auch viel angenehmer. Da hat sich der liebe Jason also selber ins Abseits geschossen. Langweilig. Man kann auch davon ausgehen, dass, wenn Destiny auf dem PC erscheinen sollte, nicht optimiert wird für Maus und Tastatur, noch so eine Aussage. Was denkt ihr, hat er sich einfach nur schlecht ausgedrückt oder hat er nicht mehr alle Eissorten im Regal? Kommentieren wir, nice! Das Prügelspiel Mortal Kombat könnte ein Crossover-DLC mit dem Predator erhalten.
Genauere Infos sind noch nicht bekannt, aber wir würden schnurren wie ein Kätzchen, wenn es passiert. Der New 3DS hat in Europa und Amerika einen erfolgreichen Launch. In der ersten Woche konnte er in Europa 160.000 und in den USA 175.000 Exemplare verkaufen, also mehr als die Wii U überhaupt. Ein Russe namens Nokeka hat als erster überhaupt geschafft, in Diablo 3 den Paragon-Level 1000 im Hardcore-Modus zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch dafür und jetzt such dir bitte eine Freundin. Bist du ein Hardcore-Spieler und die Souls-Reihe hat dich nur gelangweilt? Na, dann hat Bloodborne genau den richtigen Charakter für dich. Waste of Skin ist ein Bobby-Char und nur Profis werden mit ihm das Spiel meistern, also wir schon mal nicht. Analysten glauben, dass bis 2019 sich die PlayStation öfter verkaufen wird als sein Konkurrent die Xbox. Na, dann warten wir mal ab, bis die O-Box rauskommt, denn dann haben sie alle verloren. Ja, wir sagen danke fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, falls ja, dann schaut doch einfach mal auf unsere Facebook-Seite und lasst ein Gefällt mir da. Oder schaut doch einfach mal auch bei Bunze Bunze unserem Kanal vorbei, bei Videogames Front. Abonniert doch mal schön. Oder in der Facebook-Gruppe Xbox One News Germany. Genau, und wir hoffen, es war ein wunderschöner Sonntag für euch. Für uns war es, wie man sieht. Und wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, tschüssikowski und schönes Wochenende noch. Ja!